Hallo und willkommen zu einem kleinen Tutorial, wie ich mir solche Seifensäckchen häkle. Und zwar habe ich heute ein ganz besonderes Garn für euch dafür verwendet. Das werde ich euch gleich noch erklären. Hier habe ich einmal eine Seife in ein fertiges Säckchen gesteckt, damit ihr euch das schon mal vorstellen könnt. Dann zeige ich euch, wie ihr so ein Säckchen selber machen könnt zu jeder beliebigen Größe einer Seife. Das ist jetzt völlig egal, welche Seife ihr hier nehmt. Ihr habt eure eigene Lieblingsseife. Benutzt habe ich dieses Norogarn Koreon Air, ich kann das nicht richtig aussprechen, aber das ist ein Garn von der Firma Noru. Auch da gebe ich euch unten in der Video-Info weitere Links, wo ihr das bekommen könnt. Und hier seht ihr, das habe ich zu einem Knäuel aufgewickelt. Hier rechts seht ihr eingeblendet, die werden normalerweise am Strang geliefert, damit man die schönen Farbverläufe alle sehen kann. In einem Knäuel kann man die natürlich nicht mehr sehen, aber zum besseren Arbeiten habe ich das dann aufgewickelt. Ich beginne mit einer Luftmasche und dann häkle ich eine Luftmaschenkette in der Breite meiner Seife. Logisch, logisch. Ich halte meine Luftmaschenkette immer mal wieder an die Seife, um zu sehen, ob ich die nötige Breite erreicht habe, und ist das der Fall, füge ich noch zwei weitere Luftmaschen an als Wendeluftmaschen. So, habt ihr nun eure erforderliche Länge erreicht und die beiden Wendeluftmaschen gemacht, dann könnt ihr eigentlich mit jedem beliebigen Muster weitermachen, was euch gut gefällt. Ich habe jetzt hier in jede zweite Masche einmal eingestochen, dann hole ich eine Luftmasche durch meine Masche und masche beide Maschen ab. Und dann mache ich wieder eine Luftmasche, eine Masche übergehen, in die zweite Masche einstechen und wieder eine Luftmasche holen und durch beide Maschen durch. Das nennt sich eine verlängerte feste Masche. Wer häkeln kann, der wird die Maschen kennen. Feste Masche, Stäbchen und so weiter und so fort. Meine Lieblingsmasche ist die verlängerte feste Masche. Dazu steche ich unten in die Masche ein. Ja, einmal einstechen. Dann noch eine Luftmasche da durchziehen und beide Maschen abarbeiten. Und dann wieder eine Luftmasche und eine Masche übergehen, in die zweite Masche einstechen und so weiter und so fort. Das ergibt dann ein etwas luftiges Muster, hier bei diesem sehr, sehr dicken Garn auch sehr zu empfehlen. Das Garn ist eine 100%ige Schurwolle. Das hat den Vorteil, je länger ich dieses Seifensäckchen benutze, umso mehr verfilzen diese Fasern ein wenig. Und ich habe dann diesen typischen Filzeffekt, ohne jemals überhaupt gefilzt zu haben. Denn Filzen ist wieder eine Technik, eine Handarbeitstechnik für sich, und da möchte ich heute nicht weiter drauf eingehen. Wenn ihr eure Luftmaschenkette einmal mit diesem Muster behäkelt habt, dann müsst ihr zurückhäkeln, das heißt auf der Rückseite dieser Luftmaschenkette, mit der ihr angefangen habt, häkeln und wieder eine Masche übergehen, in die zweite einstechen, eine Masche durchziehen, noch eine Luftmasche machen, beide abmaschen und wieder eine Luftmasche. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kryptisch, aber macht das mal genauso nach. Kennt ihr schon die Funktion von YouTube, dass man etwas in halber Geschwindigkeit laufen lassen kann? Genau, versucht das doch einmal aus, denn wenn ich euch hier zu schnell häkle, könnt ihr das auch viel langsamer anschauen. Ansonsten, wer irgendetwas nicht versteht, bitte unten in den Kommentaren Bescheid sagen, und vielleicht machen wir dann noch einmal ein Video in Slow Motion von diesem ganzen Vorgang hier. Und noch einmal, genau, eine Masche übergehen und einstechen, eine Luftmasche holen, beide abmaschen, eine Masche übergehen, in die zweite einstechen, eine Masche holen, eine Luftmasche machen, beide abmaschen, eine Masche übergehen, in die, wo ist sie denn? In die nächste Masche einstechen, eine Luftmasche dadurch, beide abmaschen, eine Masche übergehen, in die Masche einstechen, genau, eine Luftmasche machen, beide abmaschen und eine Luftmasche. Ja, und so geht es weiter immer im Kreis herum. Und dadurch ergibt sich dann so ein Säckchen. Wenn ihr da Geduld für habt, schaut mir noch ein bisschen weiter zu. Ansonsten werde ich das hier mal abkürzen, indem ich das dann beiseite lege und euch zeige, wie ich denn dieses fertige Säckchen gemacht habe. Zwischen
zwischendurch könnt ihr immer wieder mal die Seife hineinstecken und ja quasi eine Anprobe machen. Ihr müsst dann das Säckchen so weiter häkeln, bis es die Höhe dieser Seife erreicht hat. Das habe ich hier schon einmal fertig gemacht. Oben als allerletztes habe ich dann eine lange Luftmaschenkette angehäkelt. Die werde ich gleich vernähen und dadurch entsteht eine Schlaufe, mit der ich mein Seifensäckchen dann aufhängen kann. Super praktisch und ich kann es auch wieder öffnen und eine neue Seife hineinstecken. Hier vernähe ich dann das obere Ende von dieser Lasche. Übrigens, hier seht ihr mein selbstgemachtes Nadelkissen, bestempelt und bestickt. Sehr hübsch übrigens. Wer will, wissen will, wie das gemacht wird, ich kann euch mal den Link zu meinem Blogpost geben. Bitte lasst mich in den Kommentaren wissen, ob euch dieses Nadelkissen interessiert. Ja, und ein klein wenig Fummelei. Ich hatte jetzt nicht die richtige Nadel am Start, aber mit einer dicken Stopfnadel geht es am besten. Dann seht ihr unten einmal vernähen, dann entsteht dadurch eine Schlinge. Genau. Ja, mit ein paar Stichen habe ich dann hier diese Luftmaschenschlinge festgenäht und schneide den überstehenden Faden ab. Dann werde ich den Anfangsfaden von unten noch hin nach innen ziehen und schon ist mein Seifensäckchen fertig. Nun gebt ihr dann eure Seife hinein. Durch das Gehäkelte ist dieses Säckchen sehr dehnbar und passt sich an eure Seife an. Und um das Ganze dann abzuschließen, zieht ihr oben diese Schlinge dann auf der anderen Seite durch. Das zeige ich euch jetzt auch. Und da ich hier eine Schurwolle verwendet habe, wird dieses Säckchen bei jedem Benutzen ein kleines bisschen verfilzen und wird immer, immer schöner. Stellt euch das mal vor, so beim Händewaschen am Waschbecken oder in der Dusche, so wie ein Waschhandschuh. Es ist auch ein wunderschönes Geschenk für eure Lieben. Ich hoffe, dass Tutorial hat euch ein wenig gefallen und ihr macht das auch mal nach. Lasst mich doch unten in den Kommentaren wissen, wie es euch gefallen hat und ob das was für euch ist. Und ja, ansonsten, ich habe euch lieb, eure Bärbel. Tschüss, bis zum nächsten Mal.